Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir Bowser besiegt und gucken uns gerade unsere Sterndatei an. 3 Sterne haben wir bereits. Und heute geht es auf in Welt 9. In die Spezialwelt. Ach so, hier im Minus. Ich war selbst noch nie dort. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es hier gibt. Ich schätze mal 9 Stück. 8 Stück. Außer es kommt danach noch mal eins. Die Musik klingt ganz gut. Wir spielen 9-1. Wir haben auch noch einen Propellerpilz, weil wir nicht getroffen wurden. Lasst uns jetzt die Speziallevel bestreiten. Jetzt geht das wieder los. Nein! Ich habe meine verdammte. Einen verdammten Propellerpilzer gegeben. Aber was sind denn das jetzt hier für Level? Chill-Level? Ich habe irgendwie was ganz Hartes in Erinnerung, in dem einen Level zumindest. Aber das hier sieht mir eigentlich bislang noch nicht so hart aus. Klar, so bewegliche Plattform. Beziehungsweise Steine. Steine sind es jetzt nicht, aber ihr wisst schon. Oh, der Propellerpilz wäre hier so gut gewesen. Ich wollte ihn ja nicht mehr. Ich habe lieber die Eisblume. Baba. Wie springe ich denn hier? Wo sind denn die Starcoins? Gibt ja Starcoins, wie ihr seht. Ich weiß aber nicht, was sie jetzt bringen. Alter, wie unfair. Ah ne, ich hätte das auch. Ne, hätte ich nicht. Ja, okay. Na gut. Kann man aber, denke ich, noch gut drauf reagieren. Da fand ich jetzt schon nicht so nett. Ich habe eigentlich jetzt nicht Bock hier auf den Ultra-Hardcore-Scheiß, um ehrlich zu sein. Weil ich da jetzt nicht so drauf stehe, weil ich halt nun mal auch nicht so der beste Spieler bin. In Videospielen, das gebe ich immer wieder super gerne zu. Weil ich der Meinung bin, dass es keine Schande ist. Klar, ich kann so manches, aber manchmal bin ich dann doch schnell frustriert. Und ich hoffe, ich brauche die Eisblume jetzt nicht noch. Weil wenn ja, dann habe ich es versaut. Warum gebt ihr mir schon wieder diesen Soundtrack? Okay, die ist weg! Oh. Nein, verpiss dich! Mann, ich möchte in die Röhre blicken. Es hat gelaggt. Es hat verdammt nochmal gelaggt. War da unten was? Es gibt keine Checkpoints. Was ist denn das für ein Müll? Also kann kein Mensch spielen. Fuck you, fuck you, fuck you. Lächerlich. So. Oh Gott, das war übel knapp. Ich bin jetzt hier wieder bei der 2. Starcoin. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo ich war. Deswegen einfach wieder ab hier weiter. Im Spiel. Und ich hoffe mal, dass hier jetzt nicht so ein Crap passiert und dass die Lags nicht wiederkommen. Weil das hat mir halt gestern alles kaputt gemacht. Ich wollte halt wirklich mal mehr als nur ein Part aufnehmen. Und das fand ich dadurch halt schon extrem schade, weil ich hatte Bock. Und es lief ja auch im ersten Versuch wirklich nicht schlecht. Kann man ja nicht sagen. Na, 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 na. Und dann kamen halt die beschissenen Lags. Und jetzt dieser beschissene Sprung. War echt schlecht. Ich weiß halt nicht, ob irgendwo wieder im Nebel noch was ist. Wenn ja, ist es unglaublich scheiße gemacht. Aber es wirkt leider auch auf mich so. Aber es tut mir leid, dass ich diese Musik immer so fühle. Auch wenn sie sich 50 Mal schon wiederholt hat. Sie ist halt einfach gut.
dieser Track. Ich weiß halt, ja. Ja, finde ich aber echt schlecht, muss ich ehrlich sagen. Dann muss sie wieder irgendwo im Nebel gewesen sein. Ich hatte ja auch irgendwann noch was gesehen gehabt. Level war jetzt im Übrigen nicht das schwerste. Oh, naja. Was war das denn für ein Tod? Du dummer Vogel, ich hasse dich so sehr. Ja. Was? Warum rutschst du denn da? Ach, fick dich doch! Hier rein. Hat viel zu lange jetzt gedauert. Mir auch viel zu viele Leben eigentlich gekostet, aber egal. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Ich meine, so genau sehe ich nun auch nicht, wo ich hinspringen kann. Ach so, das ist ein fliegender Koopa. Also ein Para-Koopa. Ich glaube, ich wäre nicht gestorben, wenn ich da runtergefallen wäre, oder? Sondern einfach nur zurückgekommen. Okay. Wollen wir mal mit dem zweiten Level weitermachen? Denn ein Level reicht ja nicht pro Part. Das war ja viel zu kurz. Porkelpuffer! Dich habe ich eigentlich gar keine Lust. Nein, wenn ich schon diese Plattformen sehe. Die gehen natürlich wieder nach unten, wenn ich draufstehe. Starcoin 1 war relativ in Ordnung. Warum ich da stehen geblieben bin, ich habe keine Ahnung. Ich hätte einfach weiterspringen können, aber... ist doch egal. Das Stehenbleiben hat sich mehr gelohnt. Vertraut. Guck mal, hier ist sowieso jetzt wieder eine neue Eisblume. Das wusste ich natürlich alles, weil ich die Level ja alle schon 50 Mal gespielt habe. Bin ich NSMBW Speedrunner. Hallo! Aber die Plattform kommt wieder, ja. Weil ich möchte in die Röhre. Lass mich in die Röhre rein. Bitte. Danke. Weil das war sehr offensichtlich. Nein, nicht der gefräßige Fisch. Von dem kenne ich den Namen leider gar nicht. Zumindest fällt er mir gerade nicht ein. Hamcheep? Heißt der Hamcheep oder so? Gab's den in... Kann ich im Übrigen mal erwähnen, dass mich diese Wolke hier jetzt gerade im Hintergrund immer an Donkey Kong erinnert? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber sie erinnert mich immer an Donkey Kong. Müsste doch einen P-Switch geben. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es den Hamcheep oder wenn er denn so überhaupt so heißt, in Super Mario World gab. Okay, da komme ich nur mit dem Koopa hoch. Ist auch okay. Hier ist aber irgendwie gar nichts. Hä? Dafür, dass das Secret so krass ist, in Anführungsstrichen. Boah, verpiss dich doch! War dafür jetzt keine Belohnung da. Muss man ja mal ehrlich sagen. Weil man hatte ja nur einen Versuch, oder nicht? Oh, sehr schön getroffen. Das war alles so gewollt. Also wirklich. Oh, diese Kack-Donut-Blöcke, also nicht Donut-Blöcke, diese Ausziehblöcke, die es ja auch in Super Mario World gab, die habe ich so gehasst. Warum müssen die denn jetzt wiederkommen? Komm, jetzt gönn! Scheiße, diesmal war es nicht so gut. Hier ist ein Pilz drin. Richtig und wichtig. Alter, was ist das hier für ein Level? Ich brauche deinen Koopa-Panzer, willst du mich verarschen? Zwei! Warum denn zwei? Ach du Scheiße. Wenn es schon so anfängt, kann es nicht gut enden. Obwohl, was heißt, ich brauche zwei? Ich müsste eigentlich nur den
einen richtig werfen. Okay, jetzt. Nein! Oh mein Gott, verpiss dich doch! Du dummer Fisch. Okay, jetzt fühle ich mich schon mal 50 mal sicherer. Auch wenn das mit dem Paracoopers nicht sein muss. Du dummes Spiel! Ach komm, was ist das denn hier schon wieder? Das hätte nicht passieren dürfen. Richtig. Mann. Okay, der Fisch ist auch tot, also Poképuffer. Aber trotzdem finde ich den Koopa-Spam langsam ein bisschen übertrieben. Muss nicht sein. Hätte ich das gewusst, dass das Ziel nicht über einem Abgrund ist, hätte ich auch gerne hinschwimmen können, aber so. Wenn man es halt nicht weiß, dann... Das sind halt nur mal Spezialwelten. Dann möchte ich das ungern riskieren. 9-3 machen wir noch. Bitte aber keine Paracoopas mehr. Die fucken einfach nur ab. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Kein Krübeli-Level. Paracoopas! War gestern, also für mich gestern, für euch natürlich nicht. Nee, ich mit einer Aufnahme in Liam und der meinte, ich soll mich aufs Kugelwilli-Level freuen. Das werdet ihr aber wahrscheinlich niemals hören in der Aufnahme. Wo hast du. Hier? Nö. Woher soll ich das schon wieder wissen? Ich gehe hier einfach erstmal durch und gucke, ob ich irgendwo was finde. Da unten zum Beispiel. Das ist offensichtlich eine Röhre, wo ich rein kann. Ich überlege kurz. Auf mich. Ich kenne das Level irgendwoher. Auf mich wirkt es eher sicherer, wenn ich hier lang gehe. Aber woher soll man das wissen? Wo hätte ich denn lang gemusst? Ich check's nicht, wo hätte ich denn überhaupt lang gemusst? Hätte ich hier... Ich weiß es nicht. Dazu werde ich mir eine Lösung angucken, sorry. So Labyrinthe, wo man halt nicht mal sieht, wo man lang muss. Weil es halt versteckt wird durch den Nebel, finde ich eher schwierig. Kann man zwar mal machen, aber ja, komm schon, nee, finde ich nicht geil. Ich meine, wäre es ein Labyrinth gewesen, wo ich wenigstens halt alles überblicken kann, wäre es ja okay. Hätte ich ja nicht mal was dagegen gehabt mit diesem P-Switch. Aber so muss das nicht. Das ist die letzte! Ich schätze mal, diese kack-erste Starcoin wird mal wieder, wie so oft in diesem Spiel, was mit Powerblöcken zu tun haben. Stimmt, das hätte ich noch in einem Fazit gerne sagen können, dass die einfach zu häufig vorkommen. Das ist einfach nicht so geil gemacht. Ach, komm schon, ich kann doch auch nicht riechen, wo die scheiß Starcoin ist. Ja, wenn ich nicht so bescheuert gewesen wäre, hätte ich es jetzt geschafft, aber so. Okay, einfach links lang. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe es jetzt einfach nur mal so probiert, weil ich ja sowieso gestorben bin. Und ich ja ansonsten scheinbar eh nichts finde. Weil kein Plan, wo die erste Starcoin sein soll. Mit dem Powerblock habe ich ja auch nichts gefunden. Gibt es hier wenigstens einen Pilz irgendwo? Ja. Fair. Muss ich ja dem Spiel gerade mal lassen. Auch wenn das wieder ein ekelhaft dummer Treffer war. K
Bekomme ich jetzt wenigstens meine Starcoin? Wenigstens eine? Nö. Scheinbar nicht. Doch. Oder auch nicht. Mal tot. Okay, haben wir jetzt mal Starcoin Nummer 1. Warum ist das Starcoin Nummer 1, wenn gleich danach die 3 kommen? Du willst mir nicht sagen, das ist schon wieder so ein... Doch, es ist so ein schlechtes Level. Jedes Level, was sowas macht, ist schlecht. I'm so sorry. Vor allem auch wieder so ein hässlich ekelhafter Sprung. Was soll denn sowas? Kommt doch wieder kaum eine Sau rein. Ja, Kugel will die Bombardierung wieder, wie ich es liebe. Wie mache ich denn das? Ja, komm, scheiß drauf. Hol ich nach. Hauptsache ich muss die zweite nicht immer wieder, die erste nicht immer wieder machen. Die fuckt ja übel ab. Wo kommt denn nochmal die Starcoin? Ach da. Ja, ich habe mich nicht getraut, gebe ich gerne zu. So einen brauche ich. Das wäre cool. Kommt der nochmal? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde es mal gerne noch weiter versuchen. Oh, wenigstens nicht tot. Der ist halt an sich auch nicht so schlecht. Aber ich muss halt erstmal mal auf den hochkommen. So schnell kommt man nun mal nicht auf den hoch. Okay, ist egal. Außer ich sterbe jetzt, dann ist es nicht so egal. Wo kommt der? Oben. Okay, ich warte hier nochmal, auch wenn ich eigentlich nicht warten darf, scheinbar. Aber was ist denn das hier auch an sich wieder? Über Mario World wird sich manchmal so ein bisschen aufgeregt, dass manche Level so weird sind und so ein komisches Level-Design haben. Aber das hier ist dann wieder okay, oder? Ich kenne halt jetzt leider nicht die Kritiken von New Super Mario Bros. Wie von den Spezialwelten zum Beispiel, kenne ich leider nicht. Das muss nicht sein, sowas. Kugel Willis am Ende. Aber das wirkt auf mich leider auch nicht besonders geil. Aber weniger Paracoopers, das befürworte ich. Und im Großen und Ganzen auch gut machbar. Das hat ja wieder großartig funktioniert. Man muss auch erstmal irgendwie einen Kugel wie die erwischen. Ja, es läuft gar nichts mehr, weil ich mit der Wii-Mode nicht mehr klarkomme. Boah, wird ja auch mal Zeit, dass ich da reinkomme. Wer weiß, was jetzt hier... Er hatte was von dem gottlosen P-Switch-Run erzählt. Also der gute Liam. Und ich hoffe mal, dass es nicht allzu gottlos wird. Nee, geht. Geht schon eigentlich, klar. Achso.
wenn man sich ein bisschen mit P-Switch Runs auskennt. Was ich ja dann doch tue, durch Super Mario Maker zum Beispiel auch, weil ich ja manchmal auch welche gebaut habe, dann kommt man damit schon ganz okay klar. Nein, Alter! Nein! Ich habe nicht geschüttelt. Da war das in die Röhre kommen für mich viel, viel schwieriger. Gebe ich gerne zu. Nein. Okay. Okay, 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 okay. Lass sie erst wieder kommen. Okay, damit habe ich es geschafft. Wird jetzt aber auch mal Zeit. War nicht anstrengend as fuck. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber die Spezialwelt bockt bisher sogar noch. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.